Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda 1, The Legend of Zelda. Ja, im letzten Part haben wir doch schon sag und schreibe den vierten Dungeon abgehakt. Also das heißt eigentlich, die Hälfte von unserem Hauptspiel ist eigentlich schon vorüber. Kann man so sagen. Ich meine, der letzte Dungeon ist sowieso ein Fall für sich, wenn man das so nennen darf. Schnell schnapp ihn, Link. Super, schön. So, aber ich habe mir ja jetzt vorgenommen, den Brief der alten Frau und so weiter zu finden. Ne? Vielleicht finden wir auch noch das ein oder andere Herzteil und ich weiß gar nicht, ich habe es im letzten Part schon angesprochen, aber eigentlich müssten wir ja 8 Herzcontainer standardmäßig bekommen. Plus die 3 Herzen, die wir zu Anfang hatten, haben wir 11 Herzen. Also das heißt, jeder Spieler müsste rein theoretisch bis er bei Ganon ist ein Minimum von 11 Herzen besitzen. Ne? Und eigentlich könnte er auch schon ein 12. Herz da dazu bekommen, wenn er den einen Herzcontainer findet. Also wenn er so gründlich ist, wie wir das jetzt vorhaben, sein zu wollen. Und ja, ich denke, er wird das dann nachvollziehen können, wenn es dann soweit ist, warum er schon diesen Herzcontainer hätte finden müssen. Eigentlich schon. Selbst wenn er jedes Mal den Trank genommen hätte, hätte er eigentlich trotzdem ein Minimum von 12 Herzcontainer haben müssen. Von insgesamt 16. Also das heißt, 5 würden ihm fehlen. Also alles im allen müssten uns... Moment. Ja, 5 fehlen ihm. Plus den einen würden also ein Minimum von 4 Herzcontainer fehlen. Mensch, was ist denn nur los? Ich lasse mich in letzter Zeit treffen. Der Boss, der lief doch so gut, der letzte. Na gut, okay, er war wirklich mit Hang und Würschen gewesen. Haarsträubend, sag ich euch. Boah, ey, sag ich dazu nur. Wenn einem da nicht das Herz stehen bleibt. So, aber wir haben jetzt keine Zeit für einen Herzinfarkt oder so. Wir suchen den Brief der alten Frau, da fällt mir ein, wir könnten doch eigentlich auch schon mal suchen. Suchen, gucken, wo eventuell das Kraftarmband ist. Das müsste doch eigentlich auch hier in der Nähe, also entweder hier oder in der Nähe vom Todesberg müssen wir das finden. Das gute Kraftarmband. Und das ist nämlich wichtig, um weiterzukommen. Oh, au, wow, wow, wow. So, eigentlich war die alte Frau ziemlich weit oben immer gewesen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube nicht, dass es weiter Richtung Friedhof ist, auf dem wir uns bisher natürlich noch nicht aufgehalten haben, weil wir dort einfach momentan nicht hinkommen. Schon einfach mal hier hoch. Nö. Hier müssen wir nicht hin. Schauen wir mal hier oben weiter. Ich denke, wenn wir uns hier oben halten, dann halten wir uns gut. Das sieht sogar ziemlich gut aus, wenn ich ehrlich sein soll. Stehen bleiben! Kaputt machen! Erwischen wir das Vieh wieder nicht. Das Vieh haben wir auch nicht erwischt. Oh, es ist wieder am Zappeln. Ja, das können wir einfach nicht zulassen. Das ist ja so anfängt rumzuzappeln. So, hier sind wir Gold richtig. Ach, ein alter Mann. Zeig das der alten Dame. Show this. Zeige dies. Wundervoll. Ah ja, mein Englisch ist schlecht, aber ich meine, so ein ganz kleines bisschen kriege ich das schon hin. Auch wenn das Sinn manchmal etwas verfehlt ist. Gucken wir doch mal hier rein. Och, lass uns spielen, um Game. Lass uns um Geld spielen. Mit einem kleinen Spielchen. Minus 10. Könnte ihn daraus ein Plus werden. Nee, kannst du knicken. Keine Lust, mein Geld zu verpulvern. Und hier auch ganz fies. Hier weiß ich nämlich noch, ist irgendwo... Ah ja, genau, ein Geheimgang. Ist sogar für mich ja ganz mittig gewesen. Würde ich mir so behaupten. Ah, Geldbörse. Wow, na das Geheimnis möchte ich hoffen, dass ich dafür 100 Moneten bekomme. Apropos 100 Moneten. Ich suche immer noch verzweifelt den Typen, der uns für 90 Rubine den blöden magischen Schild verhökert. Was wollten wir uns eigentlich noch so schönes kaufen? Ein Stück Fleisch wollten wir uns kaufen. Können wir uns noch nicht ganz leisten, aber ich denke schon bald. Schon bald durften wir es uns leisten können. Überhaupt, wir erkunden jetzt erstmal eine Runde die Map. Würde ich mal so behaupten. Aua, danke. Und schauen, was es noch so Schönes gibt. Ach, na gut. Ausnahmsweise mal. Aua, aua. Aber hey, die haben uns sicher auf Anhieb was abgezogen. Das ist ja interessant. Ist euch das aufgefallen? Die haben uns nicht auf Anhieb was abgezogen. Sind jetzt mehrere Male angeeckt. Bestimmt 3 Mal. Und ich habe nur ein halbes Herz verloren. Seltsam. Hier ist wieder ein Steg. Für unser Floß. Und hier finden wir wieder einen Herzcontainer. Wer hätte es gedacht?
Mensch, heute gerade schon wieder so mein Hals. Ach, mein Hals. Wie hießen die gleich nochmal? Dupendan, direkt. Die müsste ich mal nehmen. Nee, ist Unfug. Ich müsste eigentlich nur mal einen Schluck trinken, ne? Dann würde es mir bestimmt gleich wieder besser gehen. Nee, hier war es nicht. Aber im nächsten Bereich, hoppala, müsste es gewesen sein. Kaputt machen. Denn hier können wir nämlich schon drüber gehen. Nur leider können wir hier unser Fluss nicht benutzen, auch wenn es sehr verlockend ausschaut. Denn hier ist nämlich das Spiel, die Map zu Ende. Wir sind ja schließlich am Meer. Und außer dem Meer, naja, haben die Leute meistens nicht sehr viel Meer, betreten gehabt. In der vorigen Zeit. Genau, und diesen Herzcontainer meinte ich. Den hätte eigentlich jeder halbwegs gründliche Spieler, was die Map betrifft, finden müssen. Und ich meine, die anderen Dungeons, also nach Kapitel 6 die Dungeons zu finden, sind wirklich schwierig. Kann ich voll und ganz nachempfinden. Ich weiß gar nicht, vielleicht findet man ja schon in Kapitel, nee, in Dingens, da gibt's auch keine günstigen Schilde zu kaufen. Oh, gut, okay, wir gucken weiter. Ich weiß aber auch noch irgendwo was wie eingesperrt. Ich bin aber vorsichtig hier. Irgendwo konnte ich nämlich auch noch eine Bombe legen und einen Zugang öffnen. Aber was ich vielleicht noch gar nicht so angesprochen habe, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir Zugänge freilegen. Denn es kann nämlich passieren, dass wir dafür Geld bezahlen müssen, weil wir den seine Tür oder so kaputt gemacht haben. Ach, ich würde es nicht wundern, wenn es hier auch noch was zum Verbrennen gäbe. Ich habe keine Lust, immer und überall zu suchen, weil ich mir nicht immer sicher bin. Und jedes Mal aus dem Bett zu rennen und wieder rein. Aber hier gibt es etwas. Ganz sicher, was gab es hier Schönes? Eine Treppe, auf jeden Fall. Oh, Level 8. Mein Gott, das ist der letzte Dungeon. Müssen wir uns vormerken, dass er gleich nochmal hier war. Dungeon 7, der war ja auch nicht weit von hier entfernt, nehme ich mal an. Schnell kaputt machen und durchsausen. Genau, hier wollte ich hin. Ich wusste noch irgendwo hier so verloren, in weit entfernten Winkel des Landes, war auch noch so ein Händler zu finden. Vielleicht hat ja der mein Schild, den ich haben möchte. Oder es ist am Ende vielleicht doch einer, den wir finden, indem wir einen Busch verbrennen. Da hat wieder Wucherpreise und verkauft mir eine Kerze für 60 Moneten, die wir nicht mehr brauchen. Und wir haben schon wieder 150 Geldstücke zusammengekratzt. Ist das nicht grandios? Und schon fast 160. Das heißt, rein theoretisch könnten wir uns schon auf billige Art und Weise uns ein Fleisch leisten. Ich habe so die Ahnung, dass wir hier auch irgendwas verbrennen können. Ein Stück Kerze habe ich schon ausgerüstet. Verbrenn doch mal diesen hier. Nicht. Mist. Ich kann leider nicht nochmal anzünden. Na gut, hier, da hatten wir schon was. Ich glaube nicht, dass es da nochmal etwas gibt. Ach ja, hier war doch, glaube ich, gleich eine alte Frau gewesen. Da könnten wir doch der schon mal den Brief zeigen. Und nochmal gucken, ob wir nicht hier irgendwo das Kraftarmband finden. Ich war mir sicher, das gab es hier irgendwo. Bäh, kaputt machen. Boomerang sind wir vielleicht besser bedient. Schauen wir mal hier. Oh nee, aber hier gab es einen Durchgang. Hat man den das letzte Mal auch schon? Ein Secret ist in den Bäumen. Was ein Geheimnis ist in dem Baum. Am toten Ende. Ich kenne nur den Todesberg, der würde mir einfallen, ja. Warum hier schon mal in der Höhle gewesen, ne? Dann schauen wir doch gleich mal rein. Oh, schon wieder Wucherpreise. Überall nur Wucher, Leute. Ich will doch einfach nur ein schönes Angebot haben. Ein günstiges Angebot. Ich mach doch jetzt schon Preisvergleiche, aber das günstigste war bisher 120 Rubine. 160 ist mir nämlich einfach zu teuer. Viel zu teuer. Nicht, dass wir dann doch erstmal auf den Friedhof müssen. Hier seht ihr, ich wurde verletzt und habe kein Herz abgezogen bekommen. Finde ich klasse. So, und du willst jetzt hier, ja, das schöne Ding hier, möchtest du sehen. Kauf Medikamente, bevor du gehst. Irgendwie so. Ja, und ich denke, dann nehmen wir uns den hier gleich mal mit. Für den Fall, dass wir mal verzweifelt unter Herzmangel leiden. Und rüsten diesen hier wieder aus. Ja, ich weiß, jetzt können wir uns rein theoretisch nur noch den Schild leisten. Und ich bin mir sicher, es gab inzwischen schon mal irgendwo Bomben nachzukaufen. Vielleicht sollten wir doch nochmal in Dungeon 2 reinschauen. Und in Dungeon 3. Also in Dungeon 2 vielleicht nicht unbedingt, aber in Dungeon 3 bestimmt. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da mal was gab. So,
auch erstmal hier runter gucken. Wo waren wir jetzt? Hier waren wir jetzt, alles klar. Dann schauen wir mal hier nach unten. Ja, wir machen die Besichtigung. Besichtigung der World Map. Oh, wo gab es noch einen schönen großen See? Vielleicht muss man ja hier den Umweg dafür laufen. Ich weiß es nicht mehr. Halt, stopp. Ich bin mir sicher, hier unten gab es etwas. Vielleicht war es ja diesmal hier. Da war doch der richtige Busch. Aua, ja, ich vergaß. Autsch. So, wer noch kaputt macht? Schön, da haben wir unser Herz wieder. So, jetzt bin ich gespannt. Und wehe, da will man jetzt Geld abzocken. Wie, nö. Versuchen wir es gleich nochmal. Oh, oh, das war der dort unten gewesen. Moment, kann man hier probieren. Schön, dass du daneben gesetzt. Flickst. Nochmal. Der war es auch nicht. Machen wir das so kaputt. Erstmal Gegner bekämpfen. Die haben erstmal höhere Priorität. Ja, ich weiß, es ist vielleicht manchmal ganz langweilig, mir zuzusehen, wie ich hier Gegner absteche, abschnetzel. Aber was sein muss, muss sein. Ich probiere das jetzt nochmal hier. Und jetzt bin ich so blöd erwischt. Nee, verhafte ich nichts. So was. Glatte 100 Rubine haben wir jetzt. Aber ja, kaputt machen, zum Männer machen. Ich weiß gar nicht, ob wir 13 Herzen oder so brauchten, um das magische Schwert zu bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hatte der vielleicht noch so... Oh, hoppala. Ich hatte nicht den Boomerang ausgerüstet. Bin ich in mein eigenes Feuer gerannt. Ja, Feuer tut weh. Kinder spielt niemals mit Feuer. Außerdem wisst ihr doch, wer googelt, macht ins Bett. Auch wenn Link ja gerne mal googelt in den Spielen. 130. Ist mir immer noch zu teuer. Nein, Mann. Ich will das nicht haben. Ich will's doch noch ein bisschen günstiger. Aua. So, ja, noch zum Männer machen. Ja, wo eigentlich das Kraftarmband? Ich glaube, das suchen wir da jetzt erstmal als nächstes, solange wieder Port noch läuft. Hier oben war, glaube ich, eine Fee. Genau, eine Fee, wie ich vermute. Vermutet habe. Ah ja, jetzt kommen wir hier hin. Ich vermute irgendwie, dass hier vielleicht was ist. Schauen wir doch mal. Nö. Schade. Aua. Autsch. Ich bin mir sicher, hier irgendwo an so einer Ecke war auch noch was gewesen. Oh, was vielleicht? Dieser Busch. Auch nicht. Mein Gedächtnis täuscht mich. Das finde ich nicht in Ordnung. Ach, ich glaube, ich gehe mal um den See herum. Schauen wir mal hier hin. Vielleicht ist ja der dort zum Anzünden da. Der untere von den beiden. Irgendwie gefällt mir die Unterseite besser. Aha. Och nee, der will Geld. Scheiße. Na gut, okay, es waren glaube ich nur 10 Moneten oder so. Och Menno, Leute. Das ist nicht... Das finde ich unfair. Das finde ich einfach nicht nett. Lasst mal überlegen. Wir laufen jetzt mal hier weiter in diese Richtung. Oh, gab es nämlich noch so eine Stelle? Das war nämlich nur so eine kleine Ecke gewesen. Vielleicht war es ja hier einer von diesen Büschen. Nö, auch nicht so. Und nicht so wirklich. Schauen wir nochmal in den Ort, wo wir den einen Herzcontainer bekommen haben. Denn ich glaube, da konnten wir am Ende an der Spitze, genau an der Spitze, auch noch einen Busch verbrennen. Ach nee, wir lassen jetzt die Kerze ausgerüstet. Ich glaube, ich bin gerade fehl am Platz. Ja, ich bin fehl am Platz. Aber zuvor werden erstmal die Viecher hier ausradiert. Wie immer, erstmal Gegner killen. Schön, dass du mir vor dem Bug läufst. So, guck mal, der sieht auch so verdächtig mit der aus. Nö, nichts. Schade. Nochmal eine Etage höher laufen. Und diese komischen Sandwürmchen da bekämpfen. So, da lässt mich wenigstens auch dieses Vieh im Wasser in Ruhe. Ich möchte gern Zora. Genau, hier, die Ecke, die habe ich gesucht. Komm nur nochmal hierher. Endlich. Ach so, wir haben ja die Kerze ausgerüstet. Ich vergaß. Jawohl. So wie ich es mir dachte. Ha, hier ist das Schild. Der Schild. Und ein Fleisch für 100 Moneten. Wundervoll. Und ich denke, genau an dieser Stelle werde ich dann auch erstmal wieder den Schild. Ich sehe gerade den Schild, der verdeckt mich halb. Ich bin kaum mehr zu sehen. Ich meine, Link ist kaum mehr zu sehen. Ja, und ich denke, da werde ich diesen Part erstmal beenden. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder und machen uns auf den Weg zu Dungeon Nummer 5.
Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.